Yo, Piet Nagger, hey, willkommen bei Biber, ich bin Biger. Ja, in diesem Video will ich euch zeigen und erklären, warum ich eine Hörregel trage. Ja. Weil, wie die Zuschauer von mir haben in Videos und Fotos und TikTok-Videos, haben mich gewundert, warum ich eine Hörregel trage. Ja. Und darum will ich euch heute auffangen und euch die Wahrheit sagen. Ja. So. Und du Tipp, Leute, so ein Hinweis: bevor ihr das Video anguckt, begeht euch ein Hinweis. Sondern, so. Es hat mit Hass oder mit bösen Leuten oder mit Hasskommentar tun, sondern es hat mich gar nicht zu tun, da ich schön hören kann. Ne? So, bevor ich euch das Video empfehle und euch hier angucke, schreibt bitte keine Hasskommentare, so, was bist du so ein Mensch oder was auch immer, oder schreibt mir, ich werde Bösen, die bei mir anfangen kann. Deswegen hat es mit Rassismus oder halt mit Hasskommentaren zu tun. Ne? Also, ich wollte euch mal hinweisen, Leute. Bevor ich das Video angucke, ja, deswegen waschen wir jetzt lange rum, sondern wir legen direkt los. Ja, wir wollen wissen, warum ich Hörregel trage. Ne? Ich stelle euch mal auf meinen Tisch. Ich weiß nicht, ob der reinpasst. Ja, der passt rein. So, ja. Viele wollen von mir wissen, warum ich eigentlich Hörregel trage. Ne? Ich kann euch auch gerne mal zeigen. So sieht das Ganze aus. Ja. Bevor wir das Video anfangen, bitte euch mal erklären, wie ich hier am Hörer abläuft. So, also abläuft halt. So, hier, ich kann so sagen, ich weiß nicht, ob die Kamera sehen kann. Hier geht ihr Gehör rein. Ja, geheilt. Wenn ihr mir mal fragen wollt, ja, dann geht ihr hier rein. In diesem Bereich hier, like, dann hier runter, jetzt öffnen, dann geht ihr hier rein, dann geht ihr sozusagen hier im Ohr rein. Das sind dann sozusagen wie meine Funkregel sozusagen, ja. Und der UG-Diagramm, Leute, das Highlight-Diagramm, ich kann über die Hörregel, kann ich Musik hören. Ich kann Anrufe abhören, ich kann YouTube-Videos anschauen, telefonieren, ich kann, weiß ich, TikTok-Videos angucken, ja. Ich bin ganz sozusagen mit Handy gebunden, ja. Die war mega teuer, wie teuer die war, darf ich leider nicht sagen, weil jetzt wegen die Sicherung. Gab ihr euch leider nicht sagen, was die gekostet haben, aber die waren so teuer, ja. Ich habe die selbst rausgesucht, das ist meine eigene Regel, ja. So, jetzt kommt noch die Frage, warum ich eigentlich Hörregel trage. So, ist auch gar schon der Grund, weil ich mich so höre. Ne? Weil wenn ich sobald die Hörregel raub mache, dann hört mich. Das heißt, ich höre dann nur in mich selbst höre dann. Ja? Und wenn man dann was sagt, zum Beispiel Hallo, ja, dann höre ich halt so leise halt. Also ich bin kein Akustiker, deswegen kann ich euch auch nicht mehr erklären. Ist auch gar so ein Grund, weil
wenn ich einem YouTube-Video sehe, also bei den Arbeiten, da ich dann die Sprache, wenn ich rede, da ich mehr höre, da ich mich mehr konzentrieren kann, ja, auf meine Arbeit einfach konzentrieren kann. Ne? Also ich finde es gar nicht schlimm, bei mir ist es voll egal, was die Leute sagen oder mich sagen, ja. Weil jeder Mensch, der mit seinem Körper macht, was er will, ja. Er könnte auch ein Tego sein, oder könnte ein Ring sein, ja, eine Uhr sein, ja. Einfach, ich finde einfach, jeder Mensch, der mit seinem Körper macht, was er will, ne. Aber was ich dann manchmal mich verstehe, warum die Leute ich dann manchmal aufregen, ja, nur weil ich Hörregel sage, ne, die verstehe ich nicht. Schreibt mal eure Meinung mal in die Kommentare, Leute, was ihr vom Hörregel haltet, ob ihr das U findet oder ob ihr das mit U findet. Schreibt mal eure Meinung mal in die Kommentare. Ja, oder ob ihr selbst Hörregel habt, könnt ihr auch mal schreiben, wenn wir sehr interessieren. Ja, was ich auch bei Menschen auch nicht verstehe, ja, immer wenn ich unterwegs bin, ja, fragen manchmal Leute auf, zum Beispiel Rentner, ja, fragen manchmal auf, da ich Hörregel sage, ne? Ich bin auch schon mal angesprochen worden, ne? Da haben die mich gefragt, dass ich einer von der Polizei bin, ja? Da haben die gesagt, ey, ich bin der Geheimagent, ja? Also, da muss ich voll lachen, Leute, ne? Als da ich angesprochen worden bin, ja? Und mich gefragt habe, ob ich Polizist bin, ja? Und da habe ich gesagt, nein, warum? Ich hat der. Also habe ich gesagt, ja warum? Und dann hat der andere gesagt, ja weil sie Hörregel tragen. Und dann habe ich gesagt, nee, egal was die Leute tragen, das sind Hörregel, ich höre, das sind keine Funkgeräte. Ne? Ja, aber das sieht halt so aus, warum, ja, als Polizei, aber ich aber mich, ne? Ich bin schon auch mit gleich rangehen, ne? So, aber die Story wollte euch ja morgen erzählen, ja? Jetzt geht weiter mit der Hörregel. Warum ich auch mit dem Hörregel tragen soll oder muss, weil das eigentlich Vorschub ist. Das heißt, ich darf ohne Hörregel mich auf den Haut geben, ne? Das heißt, die Hörregel müssen immer an meinem Ohr sein. Das heißt, wenn mich jemand fragt oder mich jemand anspricht, dann kann ich halt mir antworten. Ne? Oder wenn zum Beispiel Schüsse fallen, ja. Oder wenn man zum Beispiel in Amoklauf ist oder ein Kehraumschlag oder schießen, ja, also sogar fallen Schüsse, ne? Dann muss ich auch hören, wo der Schuss herkommt. Ne? Das heißt, ich brauche nicht für Notfall, sondern ich brauche auch Grundreichründen. Ne? Das heißt, es hat mit meiner Behinderung zu tun. Ja, ich habe auch keine, brauche keine Sorgen machen, sondern ich habe das so vorgeschrieben bekommen. Ja? Wenn ich das nie einmal hätte, hätte ich nie wieder aus dem Haus gehen können. Ja? Also ich finde es voll richtig so, was ich gesagt habe, weil ewig muss ich dran halten, damit ich höre. Ne? Ich auch mit Schüssen, damit ich auch mit dem Auto überfahren will, damit ich auch die Autos auch überhaupt höre. Ne? So, warum ich die Hörregel auch trage, weil der einfach cool aussieht, ne? Weil ich mich Hörregel finde, ist einfach mittel, ne?
Aber der einzige bei der Misseufinge ist, wenn man hörig sagt oder kriegt und dann die beiden Rollstuhl sitzt, ja, und einfach schwer behindert ist. Deswegen einfach damit gut, bei mir fällt das für mich, ja. Weil ich will einfach mit meinen Menschen unterhalten können, ne? So, deswegen frage ich Hörerregel, ne? Weil ihr habt immer wundert, warum Hörerregel, ne? So, und in der Schule war es so, ja, da ich Unterricht gemacht habe oder Reis genommen habe, bin ich immer ausgelacht worden, ja. Nur weil ich die Dinger im Ohr hab, ne? Also ich bin ganz sehr sauer geworden, ja. Aber die brauchen euch nicht erzählen, weil ich müsst ja immer sauer werden. Ne? Weil ich finde einfach richtig so, gar ich höre Regelfrage, ja. Weil ihr müsst dann so sagen, Uges hören, ja. Wenn ihr so bei dem Fernseher sitzt und guckt, dann kommen immer die höhere Werbung. Deswegen habe ich gesagt, und dem Moment habe ich gesagt, ach komm, ich hole mir auch höhere. Deswegen hat mich damit zu tun, dass ich hässlich bin oder dass ich mich hassen tue oder schwer behindert bin, habe ich damit mit zu tun, Leute. Ne? Ich habe so vorgeschrieben bekommen, ja, die muss ich einhalten. Ne? So. Und deswegen höre ich auch Hörregel. Das heißt, deswegen trage ich Hörregel. Ne? So. Wie gesagt, Leute, ihr könnt mir gerne mal eure Meinung mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die ganzen Sachen haltet und findet, ja. Könnt mir gerne mal in die Kommentare unterhalten, ja. Und ja, okay, Leute, ich würde das Video langsam beenden, ja, weil ich so lange, ja. Okay, Leute. Das war die folgende Video-Folge. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Like da. Bis damit mal, wenn man in diese Video, damit mal, 50.000 Likes haben. In diese Video 50.000 Likes. Dann kommt ein ganz spezielles Video. Aber gerade euch Mist. Wie ich sage, bei gelingen mir schreibt mir in der Kanal vom Kate neue Bilder, könnt mich gerne abchecken. Und bei gelingen mir schreibt mein Kekokanal, könnt mich auch gerne abchecken, da kommt Kate neue Bios. Ja. Lass mal Abo da, klicke abonnieren. Da kommt ihr dann bei mir, ich komme, wenn ihr neu hochladen habt, könnt ihr kriegen Geld. Und bloß kommt mir dann die Bamaik, wenn ihr mal hochladen habt. Kommt täglich neue Bios. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Euer Biber.